Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. Wir befinden uns hier im Pokémon-Turm, im Friedhof der Kanto-Region, wo verblichene Pokémon beigesetzt werden und ihre Trainer an ihrem Verlust trauern können und ihre Pokémon im Jenseits besuchen können. Und neben Pokémon, toten Pokémon, gibt es hier auch diese Damen, die hier rumlaufen und einfach total, weiß ich nicht, ihr werdet es selber sehen. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Ja, dann müssen wir eigentlich... Nee, da gehen wir später hin. Wir gehen jetzt erstmal durch den Turm. Okay. Los geht's. Ich hoffe, ihr habt keine Angst. Hallo. Verschwinde, böser Geist! Okay, vielleicht habt ihr jetzt so einen ersten Eindruck von den Damen. Ja. Exorzistin Walburga. Oh ja. Mit einem Nebula. Okay. Wahnsinn. So, Konfusion. Genau. Diese Exorzisten, ne? Die haben mich als Kind so fertig gemacht. Weißt du, man spricht sie nur an. Ey, böser Geist und ah! Puh, der Geist ist verschwunden. Alles gut. Ha! Verrückte. Habt ihr die euch mal angesehen? Hallo. Könnt ihr jetzt mal hier im Moment. Buhuhuhui, buh. Oh je. Okay, diese Stimme ist, ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Exorzistin Anastasia. So, jetzt schaut euch mal die Dame ganz genau an. Die ist doch krank. Die ist doch... Was, also... Ah! Oh Mann. Ein Nebulak. Schön. Haben wir ja noch gar nicht gesehen. Also so ein Nebulak werden wir noch öfter antreffen. Weil wir noch öfter diese kranken Exorzistinnen hier antreffen werden. Ja, und die haben alle Geister-Pokémon. Was mache ich hier? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich würde es auch gerne wissen, was du hier machst. Mir auf den Sack gehen. Tut mir leid, ja. Aber stimmt doch, hallo? Läuft die hier rum? Und brüllt und... und macht hier und da und alles... Hallo, wer bist du denn? Der Geist taucht auf. Mist! Dieser Geist ist nicht identifizierbar. Los, Lataria, kümmere du dich darum. Okay, Tackle. Lataria kann sich vor Angst nicht bewegen. Oh nein! Hau ab! Verschwinde! Schlafpuder! Kann sich vor Angst nicht bewegen! Hau ab! Verschwinde! Okay, scheinbar kann er nur das sagen, der liebe Geist. Okay, tschö. Dann verschwinde ich eben, kein Problem. Alles klar. Bis dann. So, das ist noch so eine von der Sorte. Buh. Ja. Wisst ihr Bescheid, ne? Das sind die Exorzistinnen. Was? Moment. Exorzistin Trutlinde. Trutlinde. Was ist das denn? Okay, alles klar, also so werde ich meine erste Tochter auf jeden Fall nennen. Das ist ein geiler Name. Trutlinde. Heieieiei. Wow. Ich meine, Retro, ne, ist ja so voll modern so, ne. Es kommt ja alles so wieder, so, ne. Puh, ich wurde erlöst. Ah. Es kommt ja alles so wieder, ne, so voll Retro und alles, ne. Und vielleicht werden ja auch irgendwann ein Fluchtsaal. Oh, schön. Vielleicht werden ja auch irgendwann solche Namen hier wie Hildegard und Trutlinde und sonst was, ne? Vielleicht werden die ja irgendwann wieder modern, kann ich da durch, ja? Und, ja, sind dann wieder voll angesagt, ne? Hallo, noch so eine. Und deswegen, ich verfluche dich! Puhuhu. Kranke Frauen sind das. Genau, deswegen nenne ich meine erste Tochter Trutlinde. Wie heißt du denn? Birte. Okay, ja, Birte ist jetzt nicht ganz so scheiße, ne? So ganz so alt.
Also da ist Trutlinde. Trutlinde ist wirklich jetzt, also das Maximum, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja. Wow. So nenne ich auf jeden Fall meine Tochter. Und wenn meine Tochter irgendwann fragt, Papa, wieso hast du mich Trutlinde genannt? Dann sag ich, tja, damals, Kind, als ich noch Pokémon gespielt habe. Okay, da werde ich ja auch wahrscheinlich noch Pokémon spielen. In meinem Vater-Dasein werde ich bestimmt noch Pokémon spielen. Mit Sicherheit. Nee, damals, als ich Pokémon Blattgrün gespielt habe, traf ich auf eine Exorzistin namens Trutlinde und ich fand den Namen so. Der Name, der hat mich praktisch. Ich wurde besessen von diesem Namen. Wo gehe ich hierher? Da unten. Und deswegen musste ich. Ich wurde praktisch verflucht. Ja, die Exorzistin hat mich verflucht. Deine erste Tochter wird Trutlinde heißen. Und tja, das bist nun mal du. Und deswegen, ne? Tut mir leid. Aber naja, wie gesagt, vielleicht würdet ihr irgendwann modern. Oh Mann, diese blöden Geister. Geht mir nicht auf den Sack jetzt. Ich kann ja eh nichts mit euch tun. Flucht. Tschüss. Wir wissen doch eh alle, dass ihr Nebulak seid. Ein Aufwecker, hey. So, wer bist du? Buh, buhuhu! Lass mich in Ruhe! Du kommst doch zu mir! Ich verstehe das manchmal nicht. Da kommen Leute zu mir, genau wie die Roswitha hier, ne? Da kommen Leute zu mir. Hey! Drück mir nicht so auf die Pelle! Oder so, weißt du? Ach, verrückt! Ja, ja. Diese Exorzisten. Und alle weinen sie hier. Buhuhuhuhu. Wer? Was? Wo? Hä? Bitte? Bitte wie? So, noch ein Item. Superball. Ah, schön. Den kann ich gut gebrauchen. Ach, apropos Bälle, ne? Also hier drin kann ich ja momentan eh nichts fangen, aber wir brauchen mal dringend Nachschub. So, noch einer von der Seite. Ein Geist! Nein! Ah! Wow. Diese Stimme ist Gift für meinen Hals. Paula. Ach ja, Paula, das ist ein schöner Name. So, noch ein Nebulak. Mensch, welche Überraschung. Konfusion. Nee, nee, nee. Diese Exorzisten, ne? Die machen Spaß. So, wunderbar. Wohin ist der Geist gegangen? Fort. In deinen Pokéball. Das ist der einzige Geist, der hier rumgeht. Ich kann nicht mehr. Okay, weiter geht's. Nächste Etage. Hallo? 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 Aha. Es gibt kein Entkommen. Ja. Natürlich nicht, nee. Weißt du, warum nicht, Ruth? Weil aus Trainerkämpfen die Flucht unmöglich ist. Also man kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Also das stimmt schon, ja. Da gibt's kein Entkommen, ja, das stimmt. Muss ich dir schon recht geben, ja. Ah, diese Exorzisten, die machen mich fertig. Das ist ja fast ein Horrorspiel, ist das hier. So. Was sagst du jetzt? Welcher Albtraum? Ja. Wem sagst du das? Ich möchte auch hier raus. Hallo? Na du? Gib mir deine Seele! Nein! Die ist mir, die kriegst du nicht. Brunhilde! Oh, nee. Oh, ein Apollo, mal was anderes, schön. Meine Seele will die, also... Pff. Gegen ein gewisses Entgelt, überlege ich es mir, ja, aber so einfach, weißt du, so, gib mir deine Seele! Das ist ja kein Verhalten, ne? Wer macht denn sowas? Einfach zu irgendwem hingehen und, gib mir deine Seele, ne? Ohne Bitte, ohne sonst was, ne? Also, nee, Brunhilde so nicht. Nicht in diesem Ton. So. Puh! Ja. Willst du jetzt immer noch meine Seele, hä? Etwas muss von mir Besitz ergriffen haben. Okay, dann bist du ja doch ganz zutraulich. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon von Kavo wurden geheilt. Halleluja! Komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt.
Du kannst dich hier ausruhen, wenn du magst. Ja, wir haben ein Schutzband gefunden. Ja, das ist nützlich. Hallo? Wer bist du? Zombies! Ah. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Ah! Zombies! Verrückte Alte, ey. Konfusion! Yay! Yeah. Das ist Wahnsinn. Also mit den Exorzistinnen haben wir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was? Ich hab gesagt, mit euch Exorzistinnen haben wir sehr viel Spaß. Buhuhuhu. Ja, immer dasselbe. Wer bist du? Mareike, aha. Das ist auch ein viel zu schöner Name für so eine Persönlichkeit. Brunhilde und... Oh Gott, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Friedhilde? Ja, Friedhilde, ne? Ja, genau. Friedhilde? Ich glaube. Das war knapp. Was war knapp? Naja. Solche Namen, ne, sind wirklich zu gut geeignet für Hexen. Oder für Exorzistinnen, ne? Das passt einfach so gut. So, ich würde gerne hier rauf, bitte. Genau. Hallo? Aber so Mareike. Ich brauche Blut! Ja. So Mareike und sowas, ne? Und Paula jetzt nicht unbedingt. Oder Marika. Ja gut, Marika, keine Ahnung, das klingt auch irgendwie... Ich weiß es nicht, ja. So, Konfusion. Das Blut, das kannst du dir in die Haare schmieren. In deine gruseligen Haare. Ja. Man muss bedenken, ich bin ja auch ein 10-jähriges Kind, ne? Und ich laufe dann dahin und dann verstören die mich hier mit Zombies und ich brauche Blut und ist ja Wahnsinn. Wow. Noch ein Nebulak, jawohl. Immer gerne, immer ran. Ich habe noch genug Konfusion für euch alle. 21, jawohl. Ich kann auch immer wieder da auf diese versiegelte Stelle. Das war die einzige Exorzistin. Die einzige, die hier irgendwie in diesem Turm einigermaßen bei Sinn ist. Wo bin ich? Die sind doch alle total bescheuert, sind die noch. So. Ein X-Treffer, aha. Kann ich das gebrauchen, vielen Dank. Oh, diese Geister. Ja. Geh weg. Tschüss. So, der nächste bitte. Hallo. Nicht schon wieder. Buh. Ja. Das ist so, vielleicht ist das eine Art Code, ja? Marianne. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Buhuhuhuhuhu. Erinnert mich ein bisschen an Huibu, das Schlossgespenst. Aber das war's auch. Das sind doch keine Wörter. Ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht so eine Art Code ist. Buhu. So eine Art Exorzisten-Code. Oder so eine Exorzistensprache. Friedhilde! Hannelore! Ja, das ist auch schön. Wenn Hannelore und Friedhilde sich treffen. Schrecklich. Und ich muss jetzt mit denen klarkommen, weißt du? Ich muss jetzt mit denen irgendwie hier kämpfen und dies und das und... Irgendetwas hat mich verlassen! Ja. Dein Verstand hat dich verlassen. So. Ich will doch nur an das Item. Du grausiger, du garstiger Geist. Flucht. So. Item. Ein Sonderbonbon. Schön. Ich weiß nur nicht, ob ich das essen will, wenn das hier schon die ganze Zeit lag. Verschwindet, Eindringlinge! Okay. Noch ein Geist. Der Geist taucht auf. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Los, Natalia, kümmere dich darum. Genau.
Genauso wie eben, ne? Stachelspore! Paralysier es! Nataria kann sich morgens nicht bewegen. Hau ab, verschwinde! Ja, ja, ja. Gut. Hier ist erstmal Endstation. Da kommen wir so schnell nicht weiter. Wir brauchen das Silphscope. Und deswegen hole ich mir jetzt das Fluchtseil. Verschwinde aus diesem Turm. Höre wieder diese wunderbare Musik. Oh ja. Oh ja. Herrlich, oder? Heile mal gerade meine Pokémon, auch wenn die jetzt nicht so verletzt sind. Oder, ja. Die wurden ja dadurch diese Versiegelung schon eigentlich geheilt. Nur ein paar AP verloren hat die Lataria, aber naja. So. Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Richtig. Ich auch. Ich sah wie die Mutter eines jungen Dragos vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Tragische Geschichte. Dragosse tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Ja, okay. So, und genau, wir können... ja, wir können nach unten, aber da gehe ich noch nicht hin. Moment, was ist denn eigentlich hier? Da waren wir ja eben kurz drin. Ach ja, der Namenbewerter, okay. Nein, dankeschön. Alle meine Pokémon haben perfekte Namen, ja. Jeder dieser Namen passt perfekt zu den einzelnen Pokémon. So, da kaufe ich mir mal ein paar Bälle. Damit ich auch das nächste Mal mich traue, in den Pokémon-Turm zu gehen. Dafür brauche ich ein paar Eier, ne? Ein paar Bälle, ein paar... Ja, lustig. So, was ist mit euch hier? Ich suche noch nach Items, die die Fähigkeit meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Ammonie, Spezial. Weil... Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Da. Glaube ich. Brauche ich eh nicht, brauche ich nicht zu wissen. Außer, doch in Prismania City könntest du die kaufen. Genau, ich glaube, da sind die. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Manchmal fordert dich ein Trainer-Duo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. Ah, ich dachte, ihr gebt mir irgendwas Schönes. Okay, also wie gesagt, wir könnten jetzt hier nach unten, aber da müssen wir irgendwann später sowieso her. Deswegen gehen wir da jetzt nicht her, sondern gehen nach links. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da könnt ihr noch ein bisschen die Musik genießen. Oh, oh ja. Und wie gesagt, stellt euch das mal so ein... Also alle Töne, die ihr hört, so ein bisschen schriller und ein bisschen höher, ne? Und so... Oh Gott. Und ja. Das die ganze Zeit. Und schon habt ihr das Lavandia-Syndrom. Hey. Und kriegt Selbstmordgedanken. Und Depressionen. Und was weiß ich noch. Oh ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, ihr besessenen Seelen. Tut mir leid, die Exorzisten, die haben mich irgendwie total... Ich muss jetzt eine Pause machen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.